Hi, ich bin der Lukas von Bunert Online und wir sprechen heute über Tromotion New Tech. Dafür habe ich mir Support eingeladen, die Eva von Tromotion. Hi Eva. Hi, danke. Genau, ihr macht ja etwas grundlegend anders als die meisten anderen Schuhaufschuhmarken. Ihr baut hinten in den Schuh immer so ein U rein. Was soll das? Was macht das? Ja, dieses Hufeisen im Endeffekt, was ihr unter jedem unserer Schuhe seht, das ist nachempfunden nach den anatomischen Strukturen. Wir haben hier rundherum um unser Fersenfettpolster. Und das legt sich genauso wie so ein Hufeisen eben um unser Fersenbein herum. Und dementsprechend ist das unser überdimensioniertes Fersenfettpolster und ermöglicht so das Laufen eben auch auf befestigten Untergründen, was uns normalerweise ja beim Barfußgehen einfach ja nicht mehr möglich ist. Heißt, das ist jetzt ein reines Dämpfungssystem oder tut das noch was anderes? Das tut auch tatsächlich noch was anderes und zwar zentriert das die Kräfte. Unser Slogan ist ja auch so ein bisschen Center Your Run. Und zwar haben wir bei jedem Fußaufsatz eine Kraft, die wirkt. Und diese Kraft möchten wir möglichst durch die Gelenksmittelpunkte zentrieren. Und dadurch, dass dieses UTEC-Element durchweg zerknautschbar ist, also medial, lateral, rundherum, sinkt die Ferse in dieses Hufeisenelement hinein und wird auf natürliche Weise stabilisiert und zentriert, so wie das unser natürlicher Fußaufsatz auch machen würde. Das heißt eigentlich, sonst gibt es ja immer diese Kategorisierung Laufschuh für Überpronierer, für Supinierer, für Neutralläufer. Da entfernt ihr euch so ein bisschen von, dass ihr guckt, wie das Sprunggelenk steht? Genau, also wir haben in der Hinsicht keine Kategorien, also wir entfernen uns da komplett von diesem neutral gestützt. Denn unsere Schuhe sind sowohl für Überpronierer, Neutralläufer und Supinierer geeignet, dadurch, dass man immer in diese Hufeisenform hineinsinkt. Das kann man sich auch so ein bisschen so vorstellen wie in so einem Schlauchboot. Also wenn da Leute jeweils an den Rändern sitzen und man ja irgendwie so eine wilde Fahrt kommt, dann fallen ja alle in die Mitte des Schlauchboots hinein. Und genauso ist das letztendlich hier auch mit dem Fersenbein, was immer, egal wie es auftritt, in die Mitte hineinsinkt. Was passiert denn, wenn ich eher Mittelfuß- oder Vorfußläufer bin? Weil das jetzt mit in der Ferse, ist das ein Problem oder kann ich so einen Schuh auch oder die Schuhe von euch auch als Vorfuß- oder Mittelfußläufer nutzen? Wenn du mal unter den Schuh drunter schaust, da hast du nämlich zum einen das Hufeisen in der Ferse, aber auch vorne im Vorfußbereich. Also wir haben hier auch so eine UTEC-Form im Vorfuß. Das Ganze ist leider nicht so schön zu zeigen, wie das hinten mit dem Fersenbein ist. Zack, sondern wir haben ja vorne ein bisschen andere Strukturen in unserem Fußgelenk. Aber auch hier ermöglichen wir letztendlich dem Fußgewölbe, sich abzuflachen und wieder sich aufzurichten. Und so auch dort, dass das Zentrieren auch dort stattfinden kann. Also das funktioniert tatsächlich auch wunderbar. Ist das denn so, dass dann, du sagst ja, der Schaum ist sehr weich oder ne, der ist ja flexibel. Ich falle quasi in diese Mitte von diesem U. Heißt das, dass alle Schuhe von euch immer sehr, sehr soft sind? Was denn, wenn ich zum Beispiel, ich laufe zum Beispiel gerne ein bisschen härtere Schuhe. Habe ich dann ein Problem bei euch? Nee, grundsätzlich nicht. Wir haben ja verschiedene Modelle, die unterschiedlich aufgebaut sind. Manche haben mehr von diesem UTEC Foam, so nennen wir das. Mhm. Also mehr von diesem TPU-Material. Das ist sehr responsiv. Sieht man auch hier. Das lässt sich wirklich wunderbar eindrücken und kommt auch wieder ja, in seine Ausgangsform zurück. Wir haben da um die 75% Energy Return drin. Das heißt letztendlich, wir haben vier unterschiedliche Modelle und unter diesen vier Modellen ist auch eigentlich für jeden Läufertypen dann was dabei. Ja, sehr cool. Danke sehr.